Hallo meine Hübschen und herzlich willkommen bei Struggleplay. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo Atomic, einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir auch. Ich hoffe, ihr hattet bisher ein schönes Wochenende. Bei uns geht's heute weiter mit Final Fantasy VII Rebirth. Wir waren am Freitag, glaube ich, so gut wie fertig in Junon und stehen jetzt vor Jetley und mache noch die Kampfsimulator-Aufgaben. Das war der Plan. Und ich schalte euch gleich kurz um, weil ich möchte euch gerne etwas zeigen. Pass auf, bin nämlich gerade schon ein bisschen erschrocken. So, wir stehen hier und in der Ferne seht ihr den Berg da. Mit diesem Riesen. Ich vermute, es ist der Kondor. Ich bin mir nicht sicher. Bin gerade echt erschrocken. Ja. War der so enorm? Weil der Berg scheint doch ein bisschen arg weit weg. Oder ist das was ganz anderes? Noch viel, viel Größeres. Aber ja, ich vermute mal, es ist der Kondor. Da ist in diesem Gebiet ja auch viel um Kondor und Fort Kondor und so ging. Ja, jedenfalls. Ohne weitere größere Umschweife. Hallo Sorbelle, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Ich hoffe auch du hattest bisher ein schönes Wochenende. Ja. Gehen wir jetzt zu Chatley. Und schauen mal. Jetzt nehme ich das noch ein. Sorry, ich kann das nicht sehen. Wenn das hier so rumliegt. Und dann schauen wir uns mal die wunderbaren Missionen an. Die Jelly für uns hat. I've learned so much about the Republic of Junon, thanks in no small part to your efforts in these storied lands. Such insight into our past will invariably help us understand the course Shinra may take in the future. I cannot thank you enough for partnering with me. So, wir gucken. Bisher war das Wochenende spannend und bei dir, ich hatte. Ja, es war okay. Ich musste gestern arbeiten. Ich musste drehen. Ach, Phoenix müssen wir auch noch machen. Tatsache. Müssen wir auch noch machen. Ja. Ich musste gestern für die Arbeit ein bisschen drehen, aber das war in Ordnung. Das Wetter war okay. Ansonsten war ich ein bisschen einkaufen, ein bisschen essen. Habe ich nicht so viel gemacht. Ehrlich gesagt. Videos geschnitten. Stream-Videos geschnitten für YouTube. Für die 5 Leute, die sich das immer anschauen. So war das. Aber ich habe gestern eine Katze getroffen beim Filmen. Deshalb hat das auch ein bisschen länger gedauert beim Filmen. Weil die braucht ja Aufmerksamkeit, kann ich nichts dafür. Ich vermisse Katzen. Ich hätte so gerne wieder eine. So, wir sind Stufe 26. Also theoretisch sollten wir das alles hinbekommen. Wieso kann ich den nicht machen? Habe ich doch die Voraussetzungen erfüllt, oder wie? Kann das trotzdem nicht machen, ist auch gut. Okay, dann machen wir Junon Feldforschung Stufe 1 und arbeiten uns nach oben zu Phoenix durch, würde ich sagen. Schauen wir mal. Wie weit wir kommen. Kampfsimulator ist ja nicht so meins. Oh, guck mal, da sind Menschen, die wir eventuell noch analysieren können müssen sollten. Die Gangster. Ich weiß nicht, ob wir den Kriecher schon haben. Nutze die Elementschwäche. Bei Menschen ist das, glaube ich, meistens Feuer tatsächlich. Ich erinnere mich. Und bei denen auch. Okay. Entschuldigung. I'll show you what I can do.
vor hier. Läuft besser als ich dachte. Oh, ein wildes Schlag. Ein wildes Schlag. Gut, siehst du heute aus, Mara. What? Okay. Ich finde mich heute wieder ganz furchtbar, aber danke. Danke. Schön. Und ich wünsche dir natürlich einen schönen Sonntag, Nils. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hört sich produktiv an. Dein Tag gestern. Ich musste gestern auch arbeiten. Echt? Was musst du so machen? Nutze die elementaren Schwäche dieses Heißsporns. Okay, ich glaube, den hatten wir schon. Den hatten wir, glaube ich, schon. Aber brauchen wir vielleicht nicht. Die sind ja ziemlich schnell fertig. Wenn man sie trifft, klar. Wollte ich ausweichen und bin direkt rein. Auch gut. Moin, moin. Hallo Fenris. Schön, dass du zuschaust. Wie geht's dir? Hast du mich schon eingeholt, Fenris? So, da ist wieder einer, den wir noch analysieren müssen. Oder ich weiß nicht. Das ist auch ein Gangster, aber der sieht anders aus. Gangster A, Gangster B. Doch, ist dasselbe, sieht nur anders aus. Gilt das dann als analysiert? Vermutlich schon, oder? Der gibt mehr Erfahrungspunkte. Die haben nichts dabei zum Stehlen. Man sollte doch meinen, dass gerade Menschen was dabei haben, dass man stehlen kann. Aber irgendwie von den Menschen hier kann man nie was stehlen. Das tut mir ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Was mit dir? Immobilisiert mal wieder. Klar, der Fauli steht die halbe Zeit nur da und macht was. Guck mal, wieso geht denn der ACB-Balken? Also nicht, dass ich mich beschweren will. Überhaupt nicht. Aber wieso geht der ACB-Balken bei Red so schnell hoch? Und bei allen anderen, bei Aerith, dümpelt er so vor sich hin. Und macht gar nichts. Gar nichts. Warum ist das so? Überholt. Ja. Pakete und Briefe zwischen. Ah, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Ich wollte gestern auch zur Post. Ich war doch beim CT und hatte meine Überweisung vergessen und ich wollte die einwerfen. Aber die haben mir so einen Briefumschlag gegeben und ich bin mir nicht sicher, ob da eine Briefmarke drauf muss. Und ich hätte gerne eine Eingangsbestätigung, deshalb wollte ich zur Post. Aber es war kurz nach 1 und es hatte keine Post mehr. Das hat mich genervt. Und der müsste schnell weg, der Brief eigentlich. Muss ich am Montag zur Post. Wirklich gut, das steht dir gut. Ach, das... mein Oberteil, meinst du? Ja. Davon habe ich... also die haben mir so gut gefallen. Ich habe da eins gekauft. Und... weil es mir so gut gefallen hat, habe ich das nachgekauft. Und jetzt habe ich das in 5 verschiedenen Farben. So bin ich. Gangster ist Gangster. Hallo. Individuum und so. Wieso kann der manchmal linkmäßig schießen? Ist das, wenn ich ausweiche? Ja, okay. Davon muss ich vielleicht öfters Gebrauch machen. Wow! Gewitterre 1. Okay, next. Das da. Sturm an der Küste. Da kommt ja irgendwann Becks Bande nochmal in diesem Simulator, wo ich die Analyse nachholen kann. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es sehr.
Und wieso steigt eigentlich die Materie nicht? Es ist ja eigentlich wichtig, dass wir Materie leben. Nur fällt mir das momentan echt ein bisschen schwer. Ziemlich schon später, unzählige Stunden im Kampfsimulator. Eis auf irgendwelche Mobs anwenden. Heilen hat die nächste Stufe erreicht. Okay, wieso hat jetzt Heilen die nächste Stufe erreicht? Das habe ich doch gar nicht benutzt. Ich dachte, die erreichen die nächste Stufe, öfters man sie benutzt. Ich wollte auch zur Post, aber hab's verpeilt. Muss ein Paket abholen und wie du sagst, haben die so früh zu sie. Ja. Hastiger, wenn einem was gefällt, ist mir einfach gekommen. Ja. Eigentlich mache ich das nicht so. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir was doppelt und dreifach und in dem Fall fünffach gekauft habe. Aber es war halt schon ein paar Mal so, dass ich dann wollte. Also dann ging es kaputt und ich wollte es nochmal kaufen. Und dann gab es halt nicht mehr. Weil so hübsche Sachen, die sind natürlich beliebt. Und schnell ausverkauft. Aus. Blocken seine Köln-Attacke. Dann machen wir das halt. Ja, und ich verstehe aber dann auch nicht, wieso die Hersteller, die merken ja, wenn das beliebt ist und schnell ausverkauft, sodass die das dann nicht öfters produzieren. Au, abhören. Ich schwöre jetzt nichts mehr wegen einem Gegner. Ah, ich wollte noch Feuer zaubern. Naja. Drei Stream-Serie. Das ist schön, das ist schön. So muss ich mal fertig machen. Wo gehst du hin? Manchmal braucht man Dinge einfach mehrfach. Ist so. Oh nee, das war das Heilwogen-Dings. Füge bei einem Heilwogen eine bestimmte Menge an Schaden. So, ja. An dich erinnere ich mich gut. Was ist das, Count? Also die kleinen wenigstens mal. Ich dachte mal. Autos Ferox, habe ich die auch schon? Das ist auch nicht so ein Darf. Okay, ich werde hier irgendwie links und rechts übers Feld gesprungen. Komm nicht ran. Das ist nicht so cool. Na gut, dann beschwör. Das war total falsch, weil wir eine Eisbeschwörung bräuchten. Aber gut. Jetzt gar nichts. Ifrit zu beschwören, aber cool. Könnt ihr das lassen? Kommt.
calling us on now. Time to get serious. Time to get serious. Bist du das nicht? Papa und dann in die Wohnung von Opa zu fahren, Pflanzen gießen. Ja, das muss man auch machen. Ach, Ifrit gibt sein Bestes manchmal. Ich weiß nicht. Bisher bin ich von den Espern auch nicht wirklich begeistert, muss ich sagen. Wie Ramu? Der einfach nur in der Ecke rumstand? Und nie was gemacht hat, so. Das habe ich auch nicht verstanden. Muss öfters schauen, ob ich alle analysiert habe. Ja. Ausweichen, wenn er seinen komischen Sturz macht. Ich glaube, ich weiß jetzt. Da, Beutesturz. Ah, ja. Kriege ich nicht hin. Weich es auf, weich es. Weich ich aus, kommt er mir nach. Ich hätte vielleicht vorhin heilen sollen. Ne? Bin doch ausgewichen. Weiter! Nochmal! Ja, Phönix müssen wir gleich auch noch machen. Oh je. Montisaurus, der ist... Den hatten wir nicht analysiert, weil... Den haben wir im Tutorial, also in Nibelheim, besiegt. Und ich glaube, da hatten wir noch gar keine Analyse. Aero, nutze die elementare Schwäche. Okay. Das war ich gar nicht. Wer war das? Kannst du Aero? Du müsstest, glaube ich, jetzt Aero können, ja. So. Feuerwerkturm feiern. Ja, gut. Was ist das jetzt noch? Irgendwie sehen die alle gleich aus. Aero, Aero. Okay. Wirklich, die hatten wir schon? Auf den am Boden! Auf den am Boden! Nicht auf den! Call
Ach, jetzt. Wieso ist gerade jetzt tot? Ich habe ihn doch gerade wieder heilen lassen. Ach, hey, hey. Wieso kannst du keine Gegenstände benutzen, Barret? Kann die aufhören. Gegenstände momentan nicht. Ah ja, cool. Okay. Aber klar, das ist der einzige, der Aero kann. Habe ich ihn doch extra noch geheilt. Das müssen wir nochmal machen. Das wird so nix. Aerith kriegt keine ATP. Du kannst keine windige Verkettung. Wenn 7 kritisch ist, na, ich weiß ja auch nicht. Ich finde das nicht in Ordnung hier. Das ist, der pickt immer 4 oder 5 Mal. Und dann macht er noch diesen Kacke-Angriff. Und der wird jetzt nicht, genau, im Moment stirbt. Danke. Da, jetzt bin ich tot. Ja. Oh Gott. Wieso darf ich keine Gegenstände verwenden? Ich tue echt mein Bestes auszuweichen. Auch noch tot. Wunderbar. Ist auch, also ich versuche gerade auch echt den Gegner immer zu wechseln zu dem, der fast tot ist. Aber es funktioniert auch nicht. Es funktioniert gerade einfach überhaupt nichts. Ausweichen da. Ja. Leute, gib mir eine Chance, wenigstens eine Chance. Cool, dass Cloud nur in der Luft kommt. Vielleicht ist das ja besser. Ja, so viel zu meinem Schwertsturm. Also das mit dem Abbrechen verstehe ich auch noch nicht ganz. So, ich mache hier eine ATB-Attacke und dann werde ich vom Monster angetippt und dann auch beleidigt. Macht das nicht mehr. Ja, könnt ihr vielleicht... Eure ATB-Balken sind doch voll. Okay.
wohin. Aber man kann es ja als Ziel locken mit R3 oder L3. Ja, eigentlich R3. Da drücke ich. Und L3 habe ich auch ein paar Mal gedrückt, nur zur Sicherheit. Aber ja, weiß ich nicht. So, und weil ich jetzt gestorben bin, pass auf, muss ich den Glauben nochmal analysieren, oder? Nö. Das hat jetzt geholfen. Okay. Als kein Game Over war es eigentlich. Wieso sind überhaupt Vögel anfällig für Aero? Das macht doch gar nicht viel Sinn. So, nochmal. So, jetzt hat es geklappt, glaube ich. Mal gucken, wie lange. So, pass auf, jetzt hat es wieder verloren. Habt ihr das gesehen? Mir ist falsch gedrückt, oder? Wieso verliert ihr das wieder? Wenn ich rolle oder so. Keine Ahnung, echt. Du kannst das gar nicht. Also ja, einer nach dem anderen wäre, glaube ich, einfacher. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, Cloud. Weich aus. Hör auf! Dieser Pickangriff, der nervt. Und hier kommen jetzt ran mit dem Limit. Jared kampfunfähig. Macht komm. Sie ist die Maero ausgewiesen. Ich glaub das nicht. Mein Gott. Auch ein Vogel hat Probleme im Sturm. Ja, nicht eher bei Gewitter. Oder wenn er brennt. Oder wenn er eingefroren wird.
Hätte ich jetzt gedacht, dass Vögel damit mehr Probleme haben. Eigentlich. Eigentlich. So rein vom Überlegen her. Gut. Okay. Dann wäre es noch Phönix. Hahaha. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. In einer stark geschwächten Version kämpfen wir immer und ich habe trotzdem hart zu kämpfen jedes Mal. Ja. So, hier mussten wir erst die kleinen Viecher besiegen, das weiß ich. Da sind wir letztes Mal am Bomber nämlich schon gescheitert. Atem der Schöpfung. Und das Ding ist, wenn ich den dann wieder habe, dann kann der das bestimmt nicht mehr. Ich habe den noch gar nicht analysiert. Analysiere ihn nicht mal. Geht nicht. Ist der Bomber schon. Oh, der Bomber ist schon dort. Jetzt haben wir den Bomber nicht analysiert. Schön. Aber naja, ich vermute, es wird noch mehrere Bomber geben. Im späteren Spiel. Feuer. Wenn du dem Phönix mehrere Male mit Nahkampfattacken Schaden zufügst, während er blockt, wird er schockfällig. Schockanfällig. Allerdings führt er dann auch einen Konterangriff aus. Um das zu verhindern, solltest du ihn mit Fertigkeiten angreifen. Okay. Das ist kein Feuer. Ist er jetzt tot? Okay. Wie schade, nimmt der jetzt trotzdem noch nicht. Schock! Wo willst du denn hin? Oh nein, was passiert jetzt? Hier weg. Das ist der Stärker. Kann er sich halten? Ich weiß es nicht. Oh je! Yeah. Oh Gott. Help. Da. Aber es ist nicht so gut, wenn der Boden brennt. Weiß ja nicht.
Ach komm. Was zur Hölle? Also wie ich das gedacht. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn dann jetzt. Dachte ich eigentlich schon. R3, warst du in Unterjun und schon in der Herberge in Aerys Zimmer? Ja, war ich. Wegen dem neuen Stab, den ich ausrüsten konnte. That was a masterful victory over Phoenix. Könnte ich machen. Die Conjured waren so captivating. I could hardly look away. With an immortal ally like that, I bla bla bla. Kann Shelly mal jemand seinen Sprachchip umprogrammieren? Ja, Moment. Ich vergesse immer Ausrüstung anzupassen, weil man nicht so viel hier machen kann. Schützender Magiekreis. Oder kriegen wir einen anderen Kreis? Heilige. Erzeugt einen Magiekreis, der den eigenen Angriff stärkt und Zaubernde in seinem Wirkungsbereich vor Schaden schützt. Oh, das ist schön. Das ist schön. Und jetzt kann ich mir Sachen anlegen. Das ist auch sehr schön. Moment, ich habe wieder Eis, Feuer, Blitz. Dann brauche ich noch Luft. Und hier kann ich zwei Sachen anlegen. Oh, das ist schön. Dann nehmen wir doch gleich mal das hier. Und das würde ich sagen. Ja, die Waffe hat eine enorm starke Fähigkeit für sich. Okay. Danke für den Hinweis. Ich hoffe, das hilft. Kannst auch neu. Okay, Moment. Was ist hier los? Warum habe ich dich so schlecht gerüstet? Vermutlich, weil ich dich nicht so mag. Entfesselung. Feuer, Stehlen, Chakra. Es scheint so, dass die Materia auch leveln. Bei Charakteren, die außerhalb sind, oder? Das finde ich sehr nett. Ja, nimm trotzdem mal Vita. Du hast zwar Chakra, aber nimm trotzdem mal Vita. Okay, Moment! Wieso können die jetzt alle zwei Dinge anlegen und haben mehrere Slots? Das liegt nicht an Aerys Waffe. Woran liegt das? Nur die leveln irgendwie nicht so schnell. Weil es Doppelelemente sind vermutlich. So, Cloud ist ja Supreme. Der kann alle Zauber. Können wir die noch anlegen?
Mittlere ATB-Boost. Das. Obwohl, vielleicht machen wir. Dann machen wir magische Attacke, wenn wir die Magie-Dinger leveln wollen. Effektdauer reduziert. Wieso eigentlich nicht? Kann mit der Materie zusätzlich Element schaden, aber ich kann nicht verbinden. Das wäre auch schön, aber ich kann nichts verbinden. Schade. Mit dem MP Plus wäre das gar nicht schlecht. Oder das Verbundene. Das kann ich verbinden. Kann ich verbinden. Oder Blockwiderstand. Ich möchte alles. Ich möchte alles. Ich bin mir noch nicht sicher. Moment. Was war das Blaue, das mir auch gefallen hat? Widerstand. Wäre eigentlich auch gut, das zu leveln. Ich glaube, ich mache das. Was bekommst du? Eigentlich dafür, dass alle ATB-Bonus bekommen. Das hängt mit der Waffenstufe zusammen. Mit der Waffenstufe. Okay, also. Und die Waffenstufe hängt damit zusammen, wie gut ich mit meinen Gruppenmitgliedern klarkomme. So war das. Also, weil wir gut gebondet haben bei der Bonding-Time. Oder wie? Als Aero. Mach das mal raus. Das funktioniert nicht so gut. Da kriegst du auch einfach alle Elemente. Nee, kann dir kein Glut geben. Haben nur zwei Glut. Bitte. Ich denke immer, ja, der hat ja Ifrit, aber dass man Ifrit halt da nicht beschwören kann, daran denke ich nicht. Verbundene. Wieso kann ich nichts verbinden? Dumme Waffen. So, hier könnte ich was verbinden. Habe ich schon. Tut sich aber nicht so viel. So mache ich das hier. Damit könnte ich verbinden. Jetzt machen wir das mal so. Pass auf. Das machen wir auch raus. Ich finde, die Autosachen, die funktionieren echt nicht so gut. Ist Glück denn wichtig? Später bestimmt. So, jetzt habe ich dann nur das Problem. Dass Barrett nicht wirklich Magie kann. Außer heilen. Ist das schlimm? Da
wir können das ja die anderen. Okay, ich speichere das mal. Was macht Glück denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Kann man das irgendwo nachlesen? Bei Final Fantasy X steigert es Treffer und Ausweichen. Und kritischen Treffer. Ich vermute, das wird hier so ähnlich sein. Wieso ist hier immer, also das letzte ist immer frei. Ich glaube nicht, dass ich zufällig immer beim letzten was falsch gemacht habe. Oh, es ist gar nicht das letzte. Oh, okay. What the fuck? Okay, nee. Ah. Jetzt habe ich das verstanden mit den grünen Boppeln. Das ist der Fortschritt. Das ist der erste von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkten. Ich habe immer gedacht, ich habe da was falsch gemacht. Okay. Okay, alles klar. Gecheckt. Ich weiß auch nicht. Liegt das an mir oder ist das irgendwie eine komische grafische Darstellung? Habe es denn nach einer Möglichkeit nach oben zu kommen? Okay, dann müssen wir wohl jetzt das machen. Ich glaube, mehr gibt es hier dann jetzt nicht zu tun. Also Hauptstory weiter. Kommen wir da noch näher ran? Nee, okay. Müssen wir hier, ach, bei der Frosch. Die Froschparty müssen wir auch noch machen. Gut, dass ich mich jetzt zufällig hierhin teleportiert habe. Wie elementar wichtig ist sie? Bin da nicht so gut drin. Knallfrosch. Oh, scheiße. Das sage ich gleich bei 10 Sekunden. Muss mir aufpassen. Das war in Fall Guys, war das auch nicht so mein Lieblingsspiel. Eine Minute 20. Nein! Ich bin zu lahm. Ich bin einfach zu lahm. Aber dieses Mini-Schwert sieht halt schon echt goldig aus. Irgendwie das Hechten ist hier auch falsch übersetzt. Hechten ist praktisch schnell laufen. Oh je. Hallo Foxy, jetzt willkommen im Stream. Schön, dass du zuschaust. Wir versuchen uns gerade an. Ja, Frosch. Es war eine Minute 20, da drauf zu bleiben. Aber ja. Klappt noch nicht so gut. Okay.
Oje, oje. Ich finde so ab 40 Sekunden wird echt schon stressig. Ah! Wie soll ich das schaffen, Leute? Das war letztes Mal besser. Ich glaube, letztes Mal war das Beste so 1,14 oder so. Wer hat sich das hier ausgedacht? Jetzt hat da halt wirklich einer zu viel Vorgeist gespielt und dachte, ja, das könnten wir doch reinmachen. So ein lustiges Spiel, hahaha. Das ist jetzt hier. Ah! Ich bin irgendwie erstaunt, dass die anderen das alle so gut können. Ja, das habe ich gesehen. Es ist immer der gerade. Immer derselbe. Jetzt muss ich da auf einer anderen Höhe. Guck einfach, wie tief er das macht. Diesmal habe ich es. Bei Welt die 7 Vorgas, ja. Was ist, wenn ich das nicht hinkriege? Und so schwer kann das doch nicht sein. Mal, guck mal, Claudia, die anderen, die können das doch auch an. Der Rock einfach. Ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, Barrett hat keine Gunners Hand. Nee, nicht wirklich. Oh nein, nein! Das war meine Schuld. Ich gebe zu, ich habe auf Barrett geguckt. Mal den Frosch wechseln. Vielleicht sind die Kleinen ja ein bisschen wendiger. Der Aerith-Frosch. Bin ein bisschen zu früh abgesprungen. Okay, besser als sonst, aber ganz wohl ist mir gerade nicht. Scheiße. Jetzt haben wir nur noch die kleine Plattform. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 5 Sekunden. Ja, okay, geschafft. Ja, gut. Egal. Egal. Haben wir. Ist gut. Du warst im früheren Leben ein Frosch. Ich weiß ja nicht. Nee, danke. Danke. Es reicht. Hallo. Ich habe jetzt echt viel Frosch gespielt.